Ja, morgen früh geht's endlich los. Die Sachen sind soweit gepackt. Ich hoffe, dass es mit dem Gewicht kein Problem wird. Ich musste mich gerade schon gezwungenermaßen dafür entscheiden, dass ich die Wanderschuhe morgen auf der Fahrt und auf dem Flug anziehe. Und poker jetzt einfach mal so ein bisschen, dass das Ganze unter 23 Kilogramm bleibt. Kirchenglocken werde ich auf jeden Fall mal nicht vermissen. Fürs Packen des Koffers habe ich jetzt 3 Ansätze gebraucht. Der war einfach immer noch zu schwer. Und ich musste mich schweren Herzens jetzt gegen das Teleobjektiv entscheiden, mit dem ich zum Beispiel mal den Mond oder Tiere fotografiert hätte. Naja, man kann nicht alles haben. Der Koffer wiegt jetzt genau 22,9 Kilogramm. Jetzt ist noch das Licht ausgegangen hier. Naja. Ich sag mal, wir holen mal Henry ab und los geht's. Moin! Ja, los geht's zum Flughafen. Ja. Überall gleich aus der deutschen Autobahn. Grau, viele Kurven. Okay. Und links und rechts grün. Ja, der erste Fail des Urlaubs geht damit schon mal an Henry, dem gerade der Laptop hingefallen ist. Ich konnte es leider nicht filmen, das ging zu schnell, aber das ging dir vermutlich ähnlich. Ne? Naja, wird gut gegangen sein, ist eine Hülle drum. Der Peugeot bleibt jetzt hier in Düsseldorf am Flughafen stehen. Hast du ein Polo? Polo, ich hatte früher einen Peugeot, stimmt. Der Polo bleibt jetzt hier am Flughafen stehen und dann geht's los. Google Maps hat uns auf dem kürzesten Weg hierher geführt. Ich finde es immer so geil, wenn da diese Alternativrouten angezeigt werden. Ne? Irgendwie 35 Minuten länger. Ich denke mir immer, die Strecke ist bestimmt schöner. Ja, irgendwas muss ja gut sein, deswegen hier vorstellen. Ja, wir haben jetzt 2 Flüge und eine Fährfahrt vor uns. Und, oh, mein Laptop fällt fast hin. Das wäre der nächste Fail. Danke dir. Und ja, es könnte sein, dass wir heute Nacht das Glück bzw. Pech haben, die ersten Polarlichter zu sehen. Der Sonnenwind ist gerade sehr stark, der hier auf der Erde ankommt. Damit Pech meine ich natürlich, es wäre schon eigentlich cool, wenn wir Polarlichter sehen, aber von der Fähre unterwegs können wir natürlich nicht so schön fotografieren. Aber gut. Ja, ich würde sagen, wir überspringen die ganze Anreise erstmal. Und haben jetzt halb 9, habe ich gerade gesagt, ne? Ja. Und morgen um die Zeit wachen wir dann gemütlich auf den Lofoten auf, ne? Dann ja. Sage ich mal, viel Spaß mit dem Video und los geht's. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Naja, morgen ist gut. Wir haben jetzt 2:30, sind vor einer Stunde so langsam aufgewacht und fühlen uns doch noch ziemlich gerädert von dem langen Hinweg, der aber wirklich ein paar tolle Überraschungen für uns bereitgehalten hat. Aber dazu werde ich euch später noch mehr erzählen. Und in dem Zusammenhang gibt es noch weitere Informationen, wie ihr die Lofoten eigentlich von Deutschland aus erreichen könnt. Wir haben ja eine Unterkunft in der Nähe der zentral gelegenen Stadt Leknes. Von hier aus lassen sich die allermeisten Fotospots und andere schöne Orte innerhalb einer Stunde oder weniger mit dem Auto erreichen. Ja, apropos Auto, wir haben uns einen Mietwagen genommen, denn alles andere lohnt sich unserer Ansicht nach nicht wirklich hier oben. Damit fahren wir jetzt gleich erstmal einkaufen. Wir haben nämlich nichts mehr zu essen. Ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es bei Henry aussieht. Und danach werden wir mal das vergleichsweise trockene Wetter nutzen, um noch ein bisschen was Schönes zu machen. Was macht der Henry denn da Schönes? Ja, das ist jetzt unser sporadisches Frühstück für heute. Cracker und hier so ein paar Brötchen. Ja, was machen wir auf den Lofoten?
Wir wollen uns vor allem die wirklich atemberaubende Landschaft hier in Ruhe anschauen, wollen viel in der Natur unterwegs sein, wollen wandern gehen, viel fotografieren, wollen die Drohnen hochjagen, um uns das Ganze mal von oben anzuschauen. Ja, und wir wollen vor allem... Boah, wie abgefahren ist das denn da hinten, das kleine Haus auf der Insel? Mega cool. Ja, wir wollen vor allem eine Sache machen, nämlich... Polarlichter fotografieren. Aber bevor es soweit ist, machen wir jetzt erstmal Folgendes. Wir haben uns nämlich einen Spot rausgesucht, wo es sich lohnt, die Drohnen direkt einmal hochzuschicken. Und wir hoffen, dass es gleich windstill genug ist. Und ihr werdet sehen, den Spot kennt ihr definitiv. Bis später. Platz habt ihr auf den Drohnenaufnahmen wahrscheinlich gerade schon erkannt. Wir haben das Foto zumindest schon unzählige Male bei Instagram gesehen. Ist aber gar nicht so einfach nachzustellen, wenn man das legal machen möchte. Man darf ja 120 Meter hoch fliegen und der Henry hatte die Drohne zuerst oben. Das wird nichts. Das gibt nichts. Da ist man echt nicht hoch genug. Ich zeige euch mal ein Bild, wie das aussieht, wenn man 120 Meter über dem Platz direkt ist. Ja, ich habe jetzt ganz viele Fotos von oben gemacht. Ich bin das dann so abgeflogen, so wie man im Rasenmäher quasi den Platz mähen würde, könnte man sagen. Ne? Eigentlich ist es genauso. Und ich bin gleich echt gespannt, das ist das erste, was ich heute Abend machen werde, ob daraus ein schönes Foto mit allem drauf entsteht. Ja, eine andere Möglichkeit ist, dass man das Ding von da oben startet, das hatten wir gerade mal gedacht. Und dann hatte der Henry einmal nachgeschaut, wie weit ist das weg? Grob 4 Kilometer. Also dann könnte man die Drohne einmal bis hierhin fliegen. Ja. Wenn der Akku nicht reicht, landet man so einfach hier. Aber ist ja schon irgendwie albern, dass man die dann höher fliegen darf, auf legalem Wege. Ne? Naja, dann muss es aber auch wirklich windstill sein, weil mit dem Wind hatten wir gerade schon ein bisschen Probleme. Die Drohne ist ziemlich gewackelt in der Luft. Und ja, einfach mal heute Abend schauen, wie es aussieht. Jetzt geht es erstmal weiter. Bis später. Aktuell sind in Richtung Norden noch recht wenig Wolken am Himmel, deswegen nutzen wir die Gelegenheit jetzt, um während der Dämmerungsphasen ein paar Polarlichter einzufangen, bevor es dann zuziehen und sehr stark anfangen soll zu regnen. Ja, wir sind gerade auf dem Weg zur Strandkirche von Gimsøy. Hatte ich mal in diesem Buch hier nachgelesen, da gibt es wohl sehr schöne Perspektiven, wenn man sich auf den Sandbänken vor der Kirche positioniert. Dazu muss der Wasserstand aber dementsprechend niedrig sein. Hatte ich gerade mal in der Gezeiten-App nachgeschaut. Das gibt wohl nichts, weil wir uns gerade auf die Flut zubewegen. Aber es ist ja noch schön hell, sodass wir gleich mal gucken können, was wir da für Perspektiven, ihr wisst, was ich meine, ne? Was wir da für Perspektiven finden. Das Wort habe ich gesucht und nicht gefunden. Ja, wir gucken mal, was uns erwartet. Bis später. Auf die Steine stellen? Boah, gute Frage. Ich meine, gerade in der App gesehen zu haben, dass wir gerade bei 2 Meter Wasserstand sind und das noch auf knapp 2,5 hoch geht. Ja, der Rückweg könnte ein bisschen feucht werden. Ne? Ja. Der Strand wird wahrscheinlich hier noch verschwinden, ne? Das wird vermutlich bis da oben hingehen, das heißt, da werden wir gleich nicht mehr hinkommen. Ließe sich was draus machen, auch wenn ich die Kirche jetzt von der Vorderseite deutlich schöner finde.
Aber in der Richtung sind erfahrungsgemäß die Polarlichter wahrscheinlicher. Naja, aber bringt alles nichts. Wenn wir die Kamera hier aufstellen, kommen wir nicht mehr dran. Wir werden auf jeden Fall jetzt eine Position hier von der Seite nehmen. Diese dunklen Flecken gehen bis hier hin. Das heißt, wir müssten von der Flut eigentlich verschont bleiben. Aber es ist echt heftig, wie schnell das Wasser steigt. Da sind wir gerade hergegangen und ja, es wird immer mehr. Das Zeitreffer-Setup steht jetzt soweit. Im Grunde gefällt mir die Position hier von der Seite auch besser. Also mit der anderen Position, das war eher so der Drang, dass ich da was machen wollte, was eben nicht möglich ist. Bei einem symmetrischen Objekt ist es aber in der Regel so, zumindest ist das mein Geschmack, dass es besser aussieht, wenn es nicht ganz symmetrisch möglich ist, was es ja von der anderen Stelle auch nicht war, dass man es dann bewusst von der Seite reinnimmt. Mit dem Vordergrund bin ich jetzt auch nicht so hundertprozentig zufrieden, deswegen habe ich es auch sehr lange gebraucht zum Aufbauen. Aber gut, ich hoffe, das werden die Polarlichter, die wir gleich sehen werden, wieder wettmachen. Gute Nacht. Guten Morgen. Ja, erstmal frühstücken wir jetzt in Ruhe. Boah, ich war so K.O. gestern Abend. Ich muss jetzt auch erstmal die Fotos sichten.
Da hatte ich irgendwie nicht mehr die große Lust drauf. Ich habe auch jetzt knapp 10 Stunden am Stück geschlafen. Naja, wir haben auf jeden Fall richtig Glück gehabt. Ihr habt die Fotos ja gerade schon gesehen. Das Witzige war eigentlich, gerade als das Spektakel vorbei gewesen ist, wir hatten die Zeitrafferkameras hinter der Kirche abgebaut. Da standen plötzlich 3 Autos auf dem Parkplatz, die vorher nicht da standen. Und da stiegen so knapp 10 Leute etwas hektisch aus und stellten da ihre Stative auf. Naja, wer zu spät kommt, kennt er ja. Bestraft das Leben. Aber gut, da soll ich mich mal nicht zu sehr drüber lustig machen, weil ich selber so intelligent war und mein Handy-Stativ da oben habe liegen lassen. Naja, ist für den weiteren Verlauf des Urlaubs jetzt nicht so tragisch, weil die Polarlichtfotos kann man tatsächlich mit dem iPhone 13 und dem Samsung Galaxy S22 Plus, was Henry hat, aus der Hand machen. Das klappt erstaunlich gut. Nicht so gut geklappt hat das mit dem Fußballplatz. Also ich weiß nicht, ob der von oben tatsächlich so aussieht. Vielleicht, wenn man vorher 3 Kisten Bier getrunken hat. Naja, Photoshop hat es auf jeden Fall nicht hinbekommen. Mal gucken, ob ich das zu Hause mit der Software PTGUI noch hinbekomme oder wenn ich irgendwie anders vorgehe. Henry meinte gerade, wenn ich die Fotos erstmal einzeln zusammensetze, also teilweise zusammensetze und dann zu einem großen Panorama. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat das nicht funktioniert. Du bist da ein bisschen geschickter vorgegangen. Henry war so kreativ und hat einfach eine andere Perspektive gewählt. Und dann sieht man zumindest mal, dass dieser Fußballplatz auf so einer kleinen Halbinsel ist. Ich meine, darum geht es ja eigentlich, ne? Nicht so zerhackt wie deiner. Was ist eigentlich da auf deinem T-Shirt? Das hat halt irgendwas mit der Entstehung von Polarlichtern zu tun. Auf jeden Fall, aber das sehe ich in einem anderen Video. Bei dem schönen Wetter gehen wir jetzt erstmal eine Runde joggen. Jetzt dürfen wir 80 joggen. So, gleich bin ich ja noch wieder an der Unterkunft angekommen. Henry ist schon mal vorgelaufen, weil er ist ein bisschen zügiger unterwegs als ich. Sport im Urlaub kann ich übrigens grundsätzlich empfehlen. Da nimmt man die Landschaft für dich auch nochmal ganz anders wahr. Ja, gleich geht's dann erstmal ab unter die Dusche. Und danach müssen wir nochmal eben einkaufen, weil gestern konnten wir keine Sachen für den Kühlschrank mitnehmen, weil wir da direkt weitergefahren sind. In dem Zusammenhang werde ich euch dann auch gleich mal was zu der Währung und zu den Preisen hier oben sagen. Bis später. Wie ihr vermutlich wisst, bezahlt man in Norwegen nicht mit Euro, sondern mit norwegischen Kronen. Der Kurs ist da 10 zu 1, also 10 Kronen entsprechen ungefähr 1 Euro. Und ich mache euch jetzt gleich einfach mal ein paar Fotos von verschiedenen Lebensmitteln mit deren Preisen, so dass ihr auch wisst, was halt alles hier oben ungefähr kostet. So, damit wir heute Abend auch noch was Fotografisches machen, sind wir jetzt zum Hawkland Beach gefahren. Der ist ja, glaube ich, recht bekannt. Und dann gucken wir mal, dass wir hier mit der untergehenden Sonne, die können wir gerade da hinten beobachten, 1, 2, 3, 4, 5 Stunden Fotos machen können. Bis dann! Henry ist gerade schön hier drüber gesprungen. Ich habe gerade die Gummistiefel angezogen. Und Hose nass? Ja, Hose nass. Machen will den Sprung da. Anlauf.
muss er nur den Absprung treffen. Ne? Das ist richtig. Mann, das ist so wild. Ich hatte Glück, dass ich mich mehr oder weniger durch Zufall für die Gummistiefel entschieden habe. Ich hatte nämlich auf der Fahrt noch die Turnschuhe an. Ja, weil hier lohnt es sich auf jeden Fall, mal näher ans Ufer zu gehen. Ja, hier habe ich jetzt auf jeden Fall gemerkt, dass mir beim Fotografieren am Meer doch einiges an Erfahrung fehlt. Da habe ich im Grunde so gut wie gar keine. Hier ändert sich sehr schnell, sehr viel durch die Wellen. Ich bin eher so ein langsamer, gemütlicher Typ, deswegen passt mir das eigentlich gar nicht. Also ich habe zwei Sachen festgestellt. Zum einen finde ich, sieht es ganz cool aus, wenn das Wasser gerade zurückgeht, wenn man dann so eine etwas längere Belichtung macht. Das macht, finde ich, ganz schöne, also Zier. Zum anderen erzeugen diese dünnen Wasserschichten, die bleiben, wenn die Wellen da schon länger nicht mehr gewesen sind, eine schöne Spiegelung. Ja, so zumindest in der Theorie. In der Praxis ist es dann aus dem eben genannten Grund, dass sich sehr schnell sehr viel ändert, doch gar nicht so einfach, beziehungsweise man muss sich für eine Stelle entscheiden und dann einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Dazu kommt, dass wir die beste Lichtstimmung verpasst haben, also genau das, wo ich mich gestern Abend noch so ein bisschen über die anderen Fotografen lustig gemacht habe. Naja gut, wir werden nicht das letzte Mal hier gewesen sein und naja, beim nächsten Mal fällt mir dann auch hoffentlich der Graufilter nicht direkt in den Sand, da fing es schon mal an. Und naja, wir machen es mal auf dem Weg nach Hause, wir müssen die Stative gleich einmal abspülen von dem Sand, der da unten dran hängen geblieben ist und ja. Dann chillen wir uns heute Abend mal in die Unterkunft. Bis später. Dort steht er im Meer und machte sein Bild. Doch warum wird er nicht nass? Das Wasser ist doch so wild. Er war klug, trug Gummistiefel und schützte seine Füße. Er brach die Wellen und erhielt schöne Meeresgrüße. So hatte er das Bild im Kasten und war froh, denn er konnte es nicht fassen. Ja, sehr cooles Gedicht auf jeden Fall. Es stimmt oder nicht, weil genau in dem Moment, wo ich jetzt da vorne stand, habe ich nasse Füße bekommen. Das ist natürlich doof. Jetzt ist er mir beim Abmachen nochmal hingefallen. Das kann doch nicht wahr sein. Tja, der hat es hinter sich. Schon ein Stativ liegen lassen, Graufilter kaputt. Oh Mann. Das mit dem Graufilter wurmt mich gerade doch ein wenig. Naja, kann man nichts machen. Wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass das Wetter jetzt doch deutlich stabiler war als auf der Anreise. Und da fällt mir gerade ein, das habe ich euch ja noch gar nicht erzählt. Dann spulen wir da mal ein wenig zurück. This weight on my shoulders slowing me down. I don't know how it came about. And while the world is spinning faster every night, I feel I'm stuck in reverse somehow. But it ain't no one's fault that I am stuck here. No one to blame this on. Feeling so hopeless. Da, I keep on pouring salt on my wounds. Gerade auch über lustig gemacht und jetzt ist mir der Laptop selber einmal beim Warten am Gate hingesegelt. Er ist zwischen der Sitzfläche und der Lehne durch die Lücke gefallen. Naja, zu früh gelacht und jetzt geht's erstmal in den Flieger. Stopp in der norwegischen Hauptstadt Oslo, denn per Direktflug ist es von Deutschland aus nicht möglich, in die Nähe der Lofoten zu gelangen. Deswegen geht es für uns gleich weiter nach Bodø, beziehungsweise Bodø müsste man es aussprechen. Von da aus geht dann eine
Fähre auf die Lofoten. Uns ist nur Oslo als Zwischenstopp bekannt. Gucken aber gleich mal am Flughafen von Bodø, ob da auch Flieger von anderen skandinavischen Hauptstädten hinfliegen. Das ist ja gegebenenfalls eine wichtige Info zur Reiseplanung. Den Zwischenstopp in Oslo haben wir 2018 genutzt, um uns die Stadt für 2 Tage anzuschauen. Wir waren ja unter anderem im Nationalmuseum und haben uns da ein Original von Der Schrei von Edvard Munch angeschaut. Und ja, dieses Mal geht es aber direkt in den Norden, denn wir wollen ja Polarlichter fotografieren. Und da werden wir dann 2 Wochen verbringen. Bis später! Das hatte ich auch noch nicht, dass die mir ein Heavy-Schild da drauf gemacht haben. Ja, so sieht es aus, wenn Fotografen unterwegs sind. Ja, die größte Stadt, von der aus Bodø angeflogen wird, scheint tatsächlich Oslo zu sein. Bis jetzt haben wir da keine anderen skandinavischen Städte gefunden. Das heißt, wenn ihr von Deutschland startet, ab nach Oslo. So, als allererstes holen wir jetzt mal die Stative aus dem Koffer, packen die an den Kamerarucksack, denn wenn es gleich richtig gut läuft auf der Fähre, dann können wir Polarlichter durch die Wolken durchfotografieren. Hier unten ist es jetzt am Regnen, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Ja, so wird man dann hier begrüßt. Aber wir haben ein brandneues Auto bekommen. Wie viel hat der drauf? 96 Kilometer. 96 Kilometer, der riecht auch so neu, ne? Ich finde das total geil, wie der riecht. Das ist das Wichtigste. Vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, warum wir uns überhaupt die Hoffnung auf Polarlichter machen bei der Wolkenabdeckung. Naja, der KP-Wert ist sehr hoch, das heißt, die können sehr stark sein und wenn dann einmal irgendwo Wolkenlücken sind, dann können die da richtig durchballern und darauf hoffen wir jetzt mal, wenn wir gleich auf der Fähre sind. Das wäre richtig geil. Ja, wir essen jetzt erstmal ein bisschen was. Die Fähre kommt nämlich erst um 1 Uhr nachts, dazu später noch mehr und ja, bis später. So, wir waren jetzt hier in so einem Burgerladen, Schrägstrich Bar essen. Boah, das war echt mega. Ich blende euch das gerade mal unten ein. Das ist definitiv eine Empfehlung, wenn ihr hier in Bodø seid. Und ja, an der Stelle mal eben den Hinweis, wenn ich gerade noch mal extra googelt. Man gibt in Norwegen so 5-10% Trinkgeld war das, ne? Wenn man mit dem Service und so weiter zufrieden war. Und das war wirklich bombastisch. So, und jetzt, wir haben gerade auf die Karte geschaut, hier wüten die übelsten Polarlichter über uns, über den Wolken. Und wir gucken jetzt, dass wir irgendwo eine Wolkenlücke und eine schöne Komposition mit ein bisschen Natur und so weiter im Vordergrund finden. Und das ist so. Dann gucken wir mal, was der Abend für uns bereithält. Los geht's! We'll be right back.
Ja, das ist auf jeden Fall mal richtig nice. Also wenn die Wolken nicht da wären, dann würde das hier, glaube ich, gerade richtig abgehen. Wir sind jetzt zu so einem kleinen Hafen gefahren. Da sind so Häuser in einem Halbkreis drumherum. Und ja, wir haben die ersten Polarlichter eingefangen. Auf dem Handy sah das Ganze ein bisschen komisch aus. Da sind so komische grüne Punkte mit drauf. Keine Ahnung, ob das irgendein Störlicht ist, was hier durch die künstliche Beleuchtung reinkommt. Naja, gleich geht es dann auf die Fähre und wir gucken mal, dass wir da irgendwo vielleicht oben aufs Deck können. Da haben wir uns ja gar nicht mit befasst, wie die Fähre eigentlich aussieht und wo man da hin kann. Aber vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir dann Zeitraffer laufen lassen können und dann vielleicht noch das ein oder andere, ja, grüne Wolkenleuchten, könnte man sagen, einfangen kann bei dem Wetter. Ja, cool. Ja, bis später. Super. Lenkerheizung ist echt geil, ne? Ja, ja. Jetzt gerade ist es wieder ein bisschen am Regnen. Das hatte vorhin schon angefangen, als wir am Fotografieren waren. Und ja, wir haben schon gelernt, das Wetter ist hier wirklich sehr, sehr wechselhaft. Aus dem Grund kann man sich auch nicht so gut auf die Wettervorhersagen verlassen und muss, glaube ich, einfach mal rausgehen und ja, schauen, dass man Glück hat. So wie wir gerade. Hier vor uns ist das Sonnendeck. Der Name wurde an einem anderen Tag vergeben, glaube ich. Aber gut, da kann man gleich schön rausgehen und wenn der Himmel dann klar ist und vielleicht auch in der richtigen Richtung die Lichter zu sehen sind, wir können nur von hier aus gesehen nach vorne fotografieren, haben wir gerade schon gemerkt, in die andere Richtung ist die ganze Fähre viel zu stark beleuchtet. Aber vielleicht haben wir ja Glück und können uns so die Zeit etwas vertreiben. Kennst du das wirklich? Geld kann so ätzend sein. Das ist so in der Tat doof. Das sah wieder nicht befriedigend aus. War es auch nicht. Guck mal, da ist das Boot. Alter, guckt euch das an. Selbst im Live-View ist der ganze Bildschirm grün. Wir haben uns einfach hier irgendwo angehalten, weil Henry meinte, es ist klar. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn, mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hammer. Ja, und so schnell schwingt das Wetter dann wieder um. Das sagt man anders, ne? Wie sagt man das? Doch. Wetterumschwung? Doch, das müsste ja passen, ne? So schnell schwingt das Wetter. Jetzt ist auch wieder. Auf jeden Fall sind wir wieder wach. Ihr habt es gerade vermutlich gemerkt auf der Fähre. Auf jeden Fall. Wir sind dann beide so ein richtiges Loch gefallen und sind einfach im Sitzen eingepennt. Ja, ich meine, wir sind jetzt gute 12 Stunden wach. Oder 24. 24? Ja, also vor 24 Stunden sind 24. wir aufgestanden. Krass. Ja, wir haben ein bisschen gepennt auf der Fähre, ne? Ja, aber das will ich jetzt nicht als Schlafersatz bezeichnen. 3 Stunden. Also die Fähre fährt wirklich zu irrsinnigen Zeiten. Ich kann mir das nicht erklären. Das ist total verrückt.
Wir hatten die Möglichkeit, jetzt die Fähre um 1 Uhr zu nehmen. Die ist jetzt bis 4 Uhr gefahren. Die nächste Fähre wäre morgen um 17 Uhr gefahren. Dann wären wir um 20 Uhr hier gewesen, 21 Uhr in der Unterkunft. Genauso unsinnig. Deswegen haben wir uns entschieden, komm, ziehen wir einmal durch, dann sind wir da. Wir haben die Unterkunft jetzt schon so gebucht, dass wir da gleich rein können. Also wir hätten schon gestern Abend reingekommen. Ja. Jetzt sind wir wieder wach, aber ich glaube, wenn wir gleich angekommen sind, mal die Sachen reingetragen haben. Einmal im Bett liegen, dann schlafen wir auch ganz schnell. Und boah, was ein geiler Start. Was ein geiler Start. Ja, es hat mal wieder aufgehört zu regnen. Das ging mal wieder sehr schnell. Aber gut, wir haben wirklich geile Fotos gemacht gerade. Dafür, dass wir einfach nur irgendwo angehalten haben. Ich hoffe, in den nächsten Tagen können wir da noch welche mit einer besseren Komposition machen. Ja. Heute Nacht auf der Fähre war es übrigens auch so, dass es stellenweise dann stärker geregnet hat. Dann wieder nicht. Dann mal wieder schon. Mal wieder nicht. Aber nichtsdestotrotz, die Fähre hat auch so stark gewackelt zum Teil. Ich glaube, wenn wir die Stative einfach hingestellt hätten, hätten wir uns sehr geärgert, weil die Kameras dann irgendwann auf dem Boden gelegen hätten. Deswegen, wenn ihr von der Fähre aus Fotos machen wollt, was sich meiner Ansicht nach eigentlich wirklich nur lohnt, wenn man da jetzt die übelsten Polarlichter über sich hat, also von der Komposition lohnt sich da sicherlich nichts und die Fähre bewegt sich. Das geht also, wenn dann nur mit kurzen Belichtungszeiten, dann müsst ihr das Stativ auf jeden Fall mit einem Kabelbinder an dem Geländer der Fähre befestigen. Anders kann es nicht funktionieren. Naja, und wir fahren jetzt auf jeden Fall zur Unterkunft, egal was noch kommt. Das sage ich jetzt. Gedacht. Ja, und wir sehen uns gleich nochmal kurz. Aber einmal muss ich noch kurz, es regnet wieder. Und ich habe das Handy jetzt vielleicht 10 Sekunden nicht mal nach unten gehalten. Es ist krass, wie das Wetter hier ist. Also ich bin mal gespannt, ob das die nächsten 2 Wochen so wechselhaft bleibt. Wir werden auf jeden Fall noch einige Male nass werden. Davon gehe ich aus. Jetzt nochmal. So, da sind wir. Unterwegs hat es noch ein paar Mal aufgehört und wieder angefangen zu regnen. Wir haben noch 2 Mal angehalten, um Schnappschüsse mit dem Handy zu machen. Ich finde das wirklich Wahnsinn, was die heutigen Smartphones da rausholen können. Das ist in meinen Augen definitiv brauchbar. Ja, genau darum soll es in dem nächsten Video auch gehen. Ich werde die Tour nicht weiter durchvloggen, sondern zum einen wird es ein Video geben zum Fotografieren von Polarlichtern. Da geht es dann nicht nur um das Technische, sondern auch um die Planung und eben auch darum, wie man es mit dem Handy machen kann. Und dann wird es ein Video geben dazu, wie Polarlichter entstehen. Ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen durch und freue mich gleich aufs Bett. Ja, und dann wird es ganz zum Schluss wieder ein Vlogging-Teil geben, wo ich euch dann den Rest der Reise zeigen werde. Also den Abschluss der Reise. Ja, ich sag dann mal, macht's gut, bis zum nächsten Video und tschüss.